Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baphomets Fluch. Ja, wir hatten gesagt, in der letzten Runde kamen wir nicht so weiter, weil uns irgendwas fehlte, was wir hier reinstecken können. Wir haben ein bisschen festgebissen daran. Ich muss euch was gestehen, mir ist immer noch nichts eingefallen, was ich da reinstecken kann. Ja, wie machen wir jetzt die Runde weiter eigentlich? Ich meine, irgendwie muss es ja weitergehen. Ich kann mich ja nicht so sitzen lassen, das ist ein bisschen blöd. Die Schublade haben wir schon untersucht. Die Schublade geht ganz leicht rauszuziehen. Aber nicht so schwer rein, genau. Also, schwer rein, meine ich. Können wir hier hin. Was ist auf dem scheiß Dingens drauf? Da ist es offenbar ganz... Eines ist klar. Irgendwer aus Carchons Umfeld hat mich überwacht. Meine Artikel über den Kostüm. Carchon selber. Wie heißt Carchon eigentlich nochmal mit Vornamen? Wie heißt der nochmal? Pierre? Pierre hieß der, glaube ich, oder? Eines ist klar. Irgendwer. Pierre. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ich frage mich das gerade, weil. Wir haben ja diese Botschaft, die haben wir gar nicht entschlüsselt. Das hatte ich am Ende der letzten Folge, glaube ich, vergessen. Vielleicht hilft das uns ja irgendwie weiter. Aber ich habe den dummen Fehler begangen, dass ich dachte, das sei viel zu einfach zu übersetzen. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat. Tatsächlich ist das, glaube ich, gar nicht so unanspruchsvoll. Irgendeinen Hinweis bräuchte man. Wie entschlüsselt man denn am besten? Normalerweise, wie würde ich das machen? Ich würde mir die kürzesten Wörter raussuchen. Sowas wie hier, drei Buchstaben. Hier auch nochmal drei Buchstaben, wovon zwei dieselben sind. Drei Buchstaben. Irgendwo vielleicht zwei. Hier sind sogar zwei Buchstaben, aber wir gucken. Ah, wobei, das kann halt alles sein. So mit Wörtern wie und oder ist oder sowas könnte man natürlich gut arbeiten. Aber wenn man hier. Man hat keinen Ansatz. Sagen wir mal. Wir haben es auf Carchons Schreibtisch gefunden. Jetzt natürlich die Frage: Ist es von ihm geschrieben oder an ihn gerichtet? Wenn es eine Nachricht ist. Vielleicht ist sie ja an ihn gerichtet. Zahlen können wir nicht ansetzen, dass man irgendwie eine Andeutung auf ein Datum hätte oder sowas. Wüsste auch nicht was. Wie beginnt man denn an Anschreiben? Man sagt, hi, Alter. Hallo, Pierre, du alte Schweinebacke. Oder so ähnlich. So beginnt man doch einen seriösen Brief, oder? Vielleicht. Warte mal kurz. Vollständiger Bericht später. Jetzt nur so viel. Arno und Yamada sind tot. Das ist kein Zufall. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem vorsichtig. X. Ich bin nicht die Einzige, die den Zusammenhang zwischen den Opfern des Kostümmörders erkannt hat. Ich hatte recht.
Darum wollte er sich mit mir treffen. Aber was weiß ich, was er nicht wusste? Ich habe genug Material für eine Story. Eine unglaubliche Story, die mich berühmt machen und Kershans Ruf zerfetzen wird. Ich muss schnell nach Hause und lostippen. Nikos Wohnung an diesem Abend. Bonsoir, Collard. Nico, ich bin's, Ronny. Hallo, Ronny. Na, schon den Champagner geköpft? Spinnst du? Was ist denn los? Wart mal, du hast es nicht gedruckt? Natürlich habe ich's nicht ins Blatt genommen. Das ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe. Das Letzte, soweit es mich angeht. Es ist wichtig. Es ist Selbstmord. Du kannst nicht einfach einen Nationalhelden demontieren. Aber er hat's verdient. Seine Leiche ist nicht mal unter der Erde. Ronny, vor 2 Stunden habe ich dir erzählt, was ich rausgefunden habe, und du warst ganz heiß drauf. Du hast mich angefleht, die Story sofort zu schreiben. 2 Stunden sind eine Ewigkeit im Zeitungsgeschäft, Nico. Jemand hat dich unter Druck gesetzt, stimmt's? Hör zu, Nicole. Hör gut zu. Pierre Cachon hatte eine Menge Freunde. Sehr mächtige Freunde. Tu dir selbst einen Gefallen. Ich soll vergessen, was passiert ist? Ich sehe, wir verstehen uns. Ende der Diskussion. Gute Nacht. Wow. Das hätte mein großer Durchbruch werden sollen. Aber ich weiß genau, ich kann die Story niemandem sonst verkaufen. Wenn Ronny sie nicht drucken will, dann die anderen erst recht nicht. Okay, ein bisschen zu groß, ha? Huh? Was du da entdeckt hast. Bonsoir, Collard. Mademoiselle Collard, mein Name ist Plantin. Ich muss mit Ihnen über Ihre Story reden. Ihre Story über Pierre Cachon? Woher wissen Sie... Es gibt Leute da draußen, denen Ihre Story sehr ungelegen käme, Mademoiselle. Ach wirklich? Dann ist heute ja wohl Ihr Glückstag. Die Story liegt nämlich auf Eis. Ja, ich weiß. Wir müssen uns treffen. Ach, müssen wir? Ich habe Informationen zu Ihrer Kostümmördergeschichte. Morgen früh, 8 Uhr. Café de la Chandelle Verte, Rue Alencor. Ich werde einen grauen Mantel tragen. Sie dürfen mit niemandem darüber reden. Sie können mir nicht vorschreiben, was ich... Morgen um 8. Ich erwarte Sie. Die Leute beschweren sich ja dauernd über Zeitungsartikel, aber normalerweise nicht, bevor sie überhaupt gedruckt sind. Langsam bekomme ich Angst. Dieser Plantin. Kann ich ihm trauen? Soll ich mich mit ihm treffen oder das Ganze vergessen? Ich weiß keine Antwort darauf. Boah, wenn der dich nicht locken will, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, Journalist wäre kein Beruf für mich. Ich hätte Schiss an ihrer Stelle. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich bin erst eine Woche in Paris. Aber ich habe mich schon in die Stadt verliebt. Meine neueste Entdeckung ist ein kleines Café, La Chandelle Verte. Ich bin sicher, die Kellnerin hat ein Auge auf mich geworfen. Der gute alte Stobbard-Charme, schätze ich. Ich habe ja keine Ahnung, wie brutal ich gleich aus meinen Träumen gerissen werden sollte. Wow. Was war das? Und wieso hat der Clown dem Typen eine Bombe hingelegt? Als ich mich wieder aufrapple, bin ich stinksauer. Den einen Moment ist man noch im Urlaub, im nächsten jagt einen so ein Clown in die Luft. Ich weiß natürlich sofort, was ich tun muss. Ich werde diesen Clown finden und seiner gerechten Strafe zuführen, weil Gerechtigkeit wichtig war. Gerechtigkeit ist sowas Erhabenes, wie Freiheit und Gleichheit und, Mörderlichkeit. Genau. Deswegen habe ich doch schließlich Jura studiert, oder? Naja, und wegen der enormen Honorare natürlich. Ja, herzlich willkommen, würde ich schon sagen, ja, ich sag einfach mal, hallo George Stobber, der Hauptprotagonist des Spieles. Mit dem werden wir, glaube ich, sogar den Rest des Spieles kontrollieren. Das ist eigentlich genau so, wie jetzt beginnt eigentlich das Spiel. Baphomets Fluch.
Und wir sind hier im Prinzip im ersten Kapitel des Originalspiels. Was wir mit Nicole gemacht haben, oder mit Nico, das war halt dieses Vorgeplänkel gewesen. Und ja, so geht's los. Und wie gesagt, das mit Nicole, das, ich meine, ihr habt gemerkt, das kannte ich offenbar nicht. Und da es jetzt schon, wie gesagt, locker 15 bis 20 Jahre her ist, dass ich das Spiel hier gespielt habe, also eher 20 als 15, ja, das geht ja nicht, da müssten wir schon 2016 haben. Also, ich sagen wir mal, ich habe 97, 98 sowas gespielt, denke ich mal. Professor Oswald Pragnon du Prix Nobel. Er ist des Nobelpreises schwanger. Nee, es ist Gagnon du Prix Nobel. Vielleicht ausgezeichnet zum Nobelpreis? Wäre schön. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Und hier? Die große Story handelt von dem brutalen Mord an einem französischen Medienmogul, der kaltblütig niedergeschossen wurde. Der Kerl strotzt vor Selbstvertrauen, wie ein echter französischer Staatsmann. Und hier ist eine Nummer. Ist das von der Kellnerin? Mir fällt der Schriftzug am unteren Seitenrand auf. Dort steht Salah Eddin, 1345. Sollten wir uns auch merken. Salah Eddin. Merkt ihr vielleicht auch, die Qualität der Audiokommentare hat sich gerade ein bisschen geändert? Vielleicht ist das einfach die Qualität von früher, ich weiß es nicht so genau. Ist hier noch irgendwas? In der Kolumne dreht sich alles ausschließlich um Gerüchte, Gerede und Sensationsgier. Hier noch was? Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch. Nee, das ist der hier. Professor Ostwald. Okay, den sollten wir uns merken. Und den sollten wir uns... Ja, das wissen wir ja, das kennen wir, das haben wir gerade gespielt. Nehmen wir mal die. Hilft uns das irgendwie weiter? Was ist denn das? Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen. Aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Im Gegensatz zu Nicole. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Ja, hat ihn glatt umgeworfen. Oh, guck mal. Die Kellnerin. Komm, mach mal einen auf Witwentröster. Oh, mein Kopf. Oh, hat die eine Stimme. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobart, Ma'am. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig, ich fühle mich mies. Und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Ja, natürlich, Schätzchen. Ja, bin ich. Ich habe unter Doogie Howser studiert. Wer ist denn das? Nur einer der brillantesten Mediziner auf diesem Planeten. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Medizin weiß. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? Nein, ich brauche einen Drink. Geben Sie mir einen Brandy. Na klar, Schätzchen. Pur oder mit Eis? Geben Sie mir einfach die Flasche. Naja, ein Tröpfchen Brandy wird schon nicht so schlimm sein. Ah, das ist besser. Sie schüttet den Brandy runter, als ob es Wasser wäre. Mann, bin ich froh, dass ich die Rechnung nicht bezahlen muss. So, George, du weißt, was zu tun ist. Schätzchen? Hey, aufwachen! Sie reagiert nicht. Wenn ich noch einen Cappuccino will, werde ich mich wohl selbst bedienen müssen. Oh. Die hübsche junge Kellnerin ist bewusst. Okay, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, ihr den Brandy zu geben. Naja, viel helfen wird sie uns wohl nicht. Die ist eben ein bisschen geschockt. Scheint auch nicht so viel zu wissen. Und hier, guck mal da.